Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge mal wieder Secret Hitler. Wir sind heute in einer kleineren Runde. Mit mir dabei sind der Paule, der Bernd, der Ünsbert und der Jens. Servus, Jungs. Guten Tag. Der Ünsbert. Guten Tag. Ach so, ja, du hast Ünsbert hingeschrieben. Und für alle, die mitraten wollen, die gucken jetzt bitte weg. Ich reveal nämlich kurz meine Alignment. Und ja, jetzt dürft ihr wieder schauen. Schön, dass er Fascho ist. Also ganz, ganz eindeutig ist er Fascho. Ja, ganz bestimmt. Sieht man schon an seiner Farbe. Mhm. Ich habe gleich neben dich gesetzt, brauner Paul. Nicht an meiner. kleiner Regelunterschied. In der klaren Runde ist es so, dass Hitler weiß, wer sein Fascho-Kollege ist. Sonst wäre das ein bisschen arg hart für die Faschisten, das hier durchzukriegen. Sonst sind die Regeln eigentlich die gleichen. Das Brett ist noch ein bisschen anders, also die Sachen, die getriggert werden. Der Präsident kann sich bei der dritten roten die obersten drei Karten angucken aus dem Policy-Stapel. Und wir haben schon ausgewürfelt, wer anfängt, und das bin ich. Was für ein Zufall. Ja, ja. Ich bin persönlich immer ein Fan davon, quasi mit dem Kanzler gegen den Uhrzeigersinn zu gehen. Das finde ich nicht schlecht. So. Ach so, die Wahl, ne? Ja. Genau. Harte Voting Time. So, kann ich die jetzt auch wieder rausziehen? Ja, du bist der Letzte, der gelebt hat. Du kannst da bestimmt, weil er rechts von dir sitzt. Ah, okay, krass. Ich kann die einfach dann da rausziehen. Okay, cool. Jo. Aber du solltest die... Ja, ich war jetzt doch der Letzte. Übrigens, wie immer, gelegt ist gelegt. Ja. Aber er zieht die irgendwie falsch rum rein. Was ist denn das? Okay. Ja. Gut, dann. Also ich würde dir empfehlen, erstmal richtig schön blau anzufangen, Benny. Ja, finde ich voll gut. Das findet hier jeder gut. Ja, blau ist eine schöne Farbe. Ja. Weg. Blau erstmal weglegen. Ah ja, so waren die Regeln, ne? Ja, ja. Genau, also nochmal so als kleine Info, der Präsident zieht drei, legt eine ab, gibt zwei an den Kanzler weiter. Ja, ich hätte es dir nicht übel genommen, Paul. Ich konnte leider nichts machen, ich hatte drei rote. Holy shit. Ah ja. Und damit geht die Präsidentschaft weiter. Aber das müssen wir echt mal gucken mit der Handkarte, weil irgendwie ist das etwas irritierend. Wenn ich sag mal, es so ist nicht unpraktisch, wenn man jetzt für die Aufnahme und so, weil es einfach größer ist. Und ich muss nicht die ganze Zeit am Tisch kleben dafür. Ich kann so ein bisschen rumgehen und Leute sehen immer noch, dass ich Ja und Nein auf der Hand habe. Oh shit. Flip it. Okay. Jens Welt, Lünsbert. Ja, mal. Da gibt's nur eine Meinung. Unvorbelastet. Ich habe leider keine Karte, auf der Salz steht. Ah, stimmt. Wow. Salz. Wird aber auch Zeit. Ja. Da gibt's für ein Salzspiel. Nee, König. Hat letztes Mal nicht jemand, der bei seiner eigenen Wahl mit Nein gestimmt hat für sich? Wahrscheinlich ja, Jochen. Also wenn ich von jemandem einen Read habe, dass ich ihn hart für Fascho halte, bin ich mir an manchen Punkten nicht sicher, ob ich da von ihm gewählt werden will, sonst reitet er mich nämlich in die Scheiße rein. Das kann schon Sinn machen. Vor allem nicht nur das, sondern muss auch bedenken, dass der dann potenziell die nächsten Karten anschauen kann oder jemand erschießen kann. Genau. Ist ganz still. Alle sind gespannt drauf. Ja. Auf die nächste rote Karte. Man weiß es noch. Das ist alles, ihr könnt das alles nicht sehen, ne? Ja. Alles, was in deiner Box ist, siehst nur du. Yay! Aber es ist doch gut. Wie viel Blaue hat's gekostet? Also ich hatte eine blaue, eine rote. Also ich hatte zwei rote und eine blaue und habe eine rote weggeschmissen und musste dann halt eine rote rübergeben und eine blaue. Okay. Das heißt, eigentlich müssten noch fünf blaue drin sein in den 11 Karten. Naja, beim ersten waren drei rote drin, ne? Genau.
Vermutlich. Und jetzt eine rote. Vermutlich. Nee, wie viel? Jetzt zwei. Okay. Vermutlich. Ja, du hast jetzt dreimal vermutlich gesagt, wir haben es verstanden. Ja, vermutlich. Ich will nur, dass alle das mitgekriegt haben. Vermutlich. Ja, wen nimmst du denn? Ach so. Du wählst jetzt. Ja, ich wähle jetzt. Le Kanzler. Also Jens kann ich nicht wählen. Ja. Dich selbst auch nicht. Noch nicht. Dazu muss ich noch ein paar rote legen. Ene, Mene, Mu und raus bist du. Juhu! Okay. Oh, ist halt alles bisher alles so eine Harmonie. Hättest du sogar den Eindruck gemacht, wenn so ich Harmonie dagegen hier gewesen wäre? Das hätten sie irgendwie schon etwas fishy gemacht. Ja, so auf jeden Fall. Das ist nach Fisch gewesen. Gestunken. So, ich ziehe jetzt hier, ne? Genau, drei Lookout. Stück. Du kannst auch mit Rechtsklick und Draw, genau. Ich bin doch ein Profi. Ja, voll. Okay, what the fuck? Das ging recht flott. Wenn wir das. Mit nicht viel Wahl. Okay. Okay. Das heißt, jetzt es müssen im Achterstapel 5 blaue drin sein. Unwahrscheinlich. Also, ich hatte. Gab's wieder drei rote oder was? Ich hatte zwei rote. Rote. Okay. Sehr unwahrscheinlich. Kann jeder behaupten. Also. Was, dass es drei rote waren oder dass es unwahrscheinlich ist? Dass jetzt insgesamt 5 blaue in dem Achterstapel drin sind. Hüni hatte bei Jens die Wahl. Wenn er Fascho wäre, weiß ich nicht, ob da dann nicht. Hatten sie die Wahl? Naja, zumindest sagt Jens, dass sie die Wahl hatten. Ja, vielleicht hatten kann sie die Wahl. Kann natürlich auch der blaue. Rote Block sein, der drei blaue vernichtet hat. Das ist durchaus möglich, ja. Der rote Block. Ah, so könnte man das natürlich auch machen, ne? Gut, nee, ich hatte die Wahl. Oder. Gut, am offensichtlichsten wäre im Moment, für mich zumindest, Benny hat eine blaue weggelegt, Jens hat eine blaue weggelegt und potenziell Hini auch noch eben. Das heißt, wir haben drei Faschos. Aber nach seiner Reaktion... Dann haben wir schon verloren, oder? Wenn wir drei Faschos sind, haben wir schon verloren. Wie gesagt, potenziell. Aber nach der Reaktion vom Hini würde ich sagen, er hat sie nicht weggelegt. Also ich bin jetzt mal gespannt, wenn Band jetzt drei blaue zieht. Dann ist da gegebenenfalls doch die Wahrheit gesprochen worden. Ja. Es ist halt bis jetzt bestenfalls unglücklich gelaufen oder es hat jemand beschissen. Na, beschissen hat keiner. Gelogen hat halt wahrscheinlich jemand. Ja, ne? Das meine ich ja damit. Nochmal bei und weiter. Nicht gut. Noch müssen wir uns keine Sorgen um Hitler machen. Moment, nicht die Karten. Ja, erst dann muss die Wahl zustande kommen. Sorry. Ich lass dir einfach mal jetzt bei mir. Achso, wer ist Kanzler? Paul. Ja, okay. Ich. Achso, wer wird eventuell Kanzler? Ich war's. Okay. Le Paul. Also eine habe ich schon, ich ziehe nur noch zwei dann. Moment, ich ziehe die hier nur mal kurz und dann ziehe ich sie wieder rein, weil dann sind die irgendwie so cool. Ah, gefällt mir besser. Na, look at this. Bernd. Das war knapp. Man hat gesehen, was du da für eine Karte abgelegt hast. Oh, ich hab Gott sei Dank nicht drauf geachtet. Ich hab auch nicht. Ich hab nur die Oberseite gesehen. Dann ist das irgendwie so komisch mit dieser Box bei mir. Ja, die ist ein bisschen klein, deine Box. Mhm. Die sortieren sich irgendwie automatisch. Mhm. Ist voll verwirrend. Warte, Paul hat jetzt die Karten, oder? Hoffe ich. Ja. Bond ist mein Mann. Natürlich. Bernd ist mein Mann, er hat mir zwei blaue gegeben. Ja. Okay. Und was hast du wegschmeißen müssen? Ich hatte zwei blaue, eine rote. Okay, das heißt... Es ist rechnerisch noch möglich, dann müssten jetzt drei blaue noch in dem Stack drin sein. Okay.
Das heißt, was auch immer jetzt passiert, wenn kein Fasche beteiligt ist und keiner gelogen hat, müsste dabei eine blaue rauskommen. Yep. Ich will Hennig. Oh, Mr. Hennig. Der jetzt mal eine rote gelegt hat. Nehme die Wahl an. Noch ist gar keine Wahl getroffen. Ah, Moment mal. Er macht's trotzdem. Ja, eigentlich nicht wirklich was dagegen spricht. Ja. Erstens mal, dass man aus dem Trott rauskommt, dass man immer den nächsten wählt, weil das ist einfach kacke. Ja, das ist halt cool, dass das jetzt eine Runde lang passiert ist, bis zu mir. Zufall. Burn. Ja. Oh, Moment. Was? Was ist los? Nee, das passt so. Die waren jetzt gemischt. Die hier noch. Oh, Moment. Ich hab's genau gesehen. Du Alter. Hast doch hier gecheatet beim Mischen. Hat man gesehen? Was ich Nein, ich meine nicht dich. Ja, beim Mischen hat er gemeint. Okay. Aber er fühlte sich ertappt. Ich bin mal gespannt. Okay, Höni ist rot, ist deine zweite Rote. Ich hab zwei Rote bekommen. Höni ist fucking Fascho oder Hitler. Da war eine blaue dabei. Ich hab zwei Rote übrigens, nur so zur Info. Wenn ihr beide die Wahrheit gesagt habt, Benny und Jens, heißt es ja, da müssten dann mehr als drei Blaue drin gewesen sein im Fünferstapel. Oder müssten drei Blaue im Fünferstapel gewesen sein. Genau. Dementsprechend muss da jetzt auch eine blaue dabei gewesen sein. Ja, bei dir. Ja, die hast du gekriegt. Nee, eben nicht. Doch. Wer darf sich jetzt die drei Karten angucken? Dave, ich. Paul hat sich drei Karten angeguckt. Da war eine blaue dabei, die hat er weggelegt und hat mir zwei rote gegeben und schiebt mir jetzt den schwarzen Peter zu. Naja, ja. Ich schau mir mal die nächsten drei Karten an. Wieso? Ach so. Ja. Me not sure. Und? Paul? Wie schaut's? Da sind drei Rote drin als nächstes. Yay, wer will den Arsch gefällt? Yeah. Ja, da sind drei Rote drin. Drei Rote. In den nächsten Karten. Es macht keinen Sinn, da irgendwas zu verheimlichen und zu schauen, was passiert ist. Jetzt warte mal kurz. Von wem glaube ich noch eher, dass er Hitler ist, dessen Wahl ich in der nächsten Runde theoretisch blockieren will? Willi, wollen wir, dass Benny schießt? Das ist die andere Frage. Ja. Also, dir traue ich halt nicht mehr, Paul. Ja, ich vertraue dir nicht. Halt. Also, du bist bei mir raus. Schluss damit. Ja, gut. Und ich glaube sogar, halt du bist nicht Hitler, sondern du bist Fascho. Weil Hitler hätte ich in dem Fall bin noch nicht auf Pauls gespielt. Seite. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei Paul. Ich kann es aber nicht pointen, so komisch das klingt. Leute, glaubt mir. Naja, also ich habe ein schlechtes Gefühl, weil er lügt. Weil er mir zwei rote gegeben hat und gesagt, er hat mir eine rote und eine blaue gegeben. Natürlich. Jetzt mal. Du bist auch Fascho. Mal jetzt so. Du bist ein Lügner, was ist ein Schlimmer? Ja, Fascho zu sein. Ich bin kein Lügner. Mal jetzt so rein von der Theorie her. Wer ist, habt ihr aktuell so einen Read Richtung Hitler? Weil, also. Hünni ist es nicht. Braune. Hünni ist Fascho. Ja, Bibel steht sowieso nicht zur Wahl. Es ist jetzt die Frage, wähle ich Band oder Jens? Und wenn Paul recht hat, beziehungsweise nicht gelogen hat, dann kommen ja drei Rote. Das heißt, die Wahl bringt quasi uns keine blaue. Und wer auch immer gewählt wird, ist danach blockiert. Also, dass Paul und Hüni nicht im gleichen Team sind, gehe ich mal davon aus, weil ich glaube, so ein Next-Level-Shit wie Hitler und der Fascho, die sich gegenseitig blamen, machen die nicht. Das ist ja auch irgendwie wenig zielführend. You had. Ja. Gott, muss ich einblenden. War das gerade nicht 24 Stunden Disconnect? Entschuldigung. Gut, dass ich diesen ähnlich langen Monolog gehalten habe. Ja, für die Zuschauer. Für die Zuschauer gab es den Monolog. Also ich bin eher für einen Bond als für einen Jens. Oh, ich fühle mich so geehrt, Mann. Das heißt, für dich ist Bond eher Hitler. Wait, what? Nee, dass du einen Bond wählst. Warum ist denn Jens ist für mich eher Hitler. Jens, warum ist denn Jens Hitler?
Weil wie habe ich mich denn jetzt für Hitler verdächtig gemacht? Und du dann war es schon ein Dreierpunkt. Ach, fuck. Ja. Naja, also Jens könnte Hitler sein. Er hat halt auch ein Wario-Bild, ne? Kombiniere Sherlock. Passt das zusammen? Und Benny könnte schwul sein. Er hat ein Bauarbeiterbild. Was? Jetzt geht's aber rund hier, hallo? Der Nerdcluster distanziert sich von der soeben getroffenen Aussage. Das wird nur ein Hitler. Ihr macht mir Angst. Bernd könnte Veganer sein, der hat Spätzle als Bild. Ja. Ja, da ist ein Eier drin. Ja, das ist mich Bild, aber es ist schwierig. Oh ja, stimmt, da sind Eier drin. Paul, nimmst du mir nicht aber wen wollen wir denn jetzt wählen? Ich bin bei dir und Hünni nicht wirklich sicher. Dann nehmen wir uns beide raus und... Jetzt warte mal kurz. Versuch nicht Hitler zu treffen. Jens hat Hünni die Wahl gelassen. Bernd hat bekommen von Hünni... Bei Rote, anscheinend. Und hat gelegt... Eine Rote. Dementsprechend eine Rote. Und hat mir zwei Blaue gegeben. Aber denkst du, also mal angenommen, Hünni ist rot, Bernd dann hätte er Bernd wahrscheinlich nicht in die Scheiße geritten. Bernd hätte potenziell auch drei Blaue ziehen können. Aber ja, Jens hätte aber theoretisch auch zwei Blaue hätte ziehen können, eine Rote. Eben. Dann musste er ihm auch die Wahl lassen. Das ist jetzt, ach Gott, ich habe keinen Bock, dass ich wieder Hitler zum Kanzler mache. Also die erste blaue Karte, die da gelegt wurde, kam von mir, ne? Ja, weil Faschos immer sehr liberal spielt. Aber du bist sowieso nicht wählbar. Ach so. Paul feiert so viele Shots, Mann. Ja, nur gegen Hilly. Ja, gegen mich. Ja, weil ich dir eine blaue gegeben habe und du die rote gelegt hast. Nein, du hast mir zwei rote gegeben. Natürlich. Jetzt gibt's es sogar zu. Gut, jetzt sind wir uns einig. Kann sich Benny inzwischen entscheiden. Komm, Gottfried. Ich kann für mich nicht wirklich den Unterschied machen zwischen Jens und Bernd. Shit. Oh Gott, ich habe die Verantwortung. Oh Bernd Gott. Oh Gott, bin ich dafür? Ich bin immer für mich. Okay, nach dem Spruch, ich weiß nicht, das... Hey, was hat das zu sagen jetzt bitte? Bernd, in Bernd we trust, oder? Ja, ich weiß nicht. In Sportsler we trust. Make Bernd great again. Ah, oh, sowas. Das Problem ist, wir können halt jetzt nicht dreimal auf Random gehen, wenn da drei rote Karten drin sind. Yep. Wenn du nicht gelogen hast, dann ist die Möglichkeit durchzurandomen nicht gegeben. Ja, komm. Okay, haben wir alle, ja. Dann go. Ab die Post. Fuck. Jens, what the fuck? Okay. What the fuck? Dachte, wir wären Freunde. Wann bist verloren, du Hitler? Oder? Nein. Oh Gott sei Dank, ich hab mal wieder nicht Hitler gemacht, das ist echt gut. Kann ich so eine Karte haben für die Arbeit? Was ist denn not Hitler confirmed? Ah ja. Ja, ich muss ziehen. Ich glaube, Hünni ist Hitler und Bernd ist dein Kollege. Ernsthaft? Alter, ich glaube... Ja. Du hast gar keine Ahnung. Was habe ich denn bisher gemacht? Gut. Nee, pass. Hünni glaubt mir ja, weil er weiß, dass ich liberal bin. Deswegen weiß er, da kommen sowieso drei Rote, egal wen man wählt. Also das sind meine Karten? Ja. Muss ich nur schauen, dass ich nicht wieder... Genau, einfach dreh sie am besten einfach in der Hand um. In der Hand ist sie auch ohne Box immer verborgen. Weil du weißt, dass ich liberal bin. Deswegen glaubst du mir, dass da drei Rote kommen. Warum weiß ich, dass du liberal bist? Weil du Fascho bist. Ja, Boys. Deswegen weißt du, wer jeder andere ist. Es war jetzt wenig überraschend, also es waren wirklich drei Rote, da hat er mal nicht gelogen. Ich hatte zwei Rote. Erschieß Hinni. Und jetzt darf ich... Wer darf jetzt wen erschießen? Ich darf jetzt jemanden erschießen? Nein, ich darf jemanden erschießen. Du darfst jemanden erschießen? Jemanden erschießen. Erschieß ihn. Wenn du nicht Alter, erschießen sich, glaube ich, gleich Zeit. Oder Fascho. Ja, Paul, keine Ahnung, stand vor dieser Wahl, haben Bernd und Jens gesagt, dass sie eher denken, du bist rot. Also, ich persönlich weiß es bei Hünni und Paul nicht. Ich habe da gerade echt nicht wirklich einen strong read. Also, Bernd, ich Jens, nur Bauchgefühl, kann ich was sagen. Was sagt ihr? Jens, warum hast du überhaupt Nein gewählt? Ich kann nur sagen, dass ich vom Jens eine rote und eine blaue bekommen habe. Nee. Drei rote. Doch. Nee, du hast es. Nein, ich hab drei rote. Nee, Jens, ich hab dir zwei. Verstrickt ich hab dir eine rote hast, und eine blaue gegeben. Du hast mir eine rote und eine blaue gegeben. Ich hab mir blaue gelegt. Ich hab drei rote gezogen. Genau. Hab Bernd zwei rote geben müssen. Ja. Und Paul hat mir zwei rote gegeben. Nee, hab ich nicht. Ich musste eine rote legen und er hat gesagt, hab ich hab eine blaue bekommen. Das ist alles, was ich weiß. Sonst ich kann nicht. Ich bin auch für Paul böse. Ich habe Faschos gefunden. Jens und Hünni. Ja, also entweder sind Hünni und Jens die Faschos oder Bernd und Paul.
Oder? Bernd, was ist dein Gutread? Also ich kann eigentlich... Also den einzigen, wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass Paul Fascho ist. What the fuck? Wir sind doch nur zwei Faschos. Was ist hier los? Oder halt, ja, halt nicht, wir, sagen wir nicht liberal. Oder wie ich es nennen soll. Ja, nee, aber dann... Es können doch nicht drei Faschos gegen mich sein. Hä, wie meinst du? Ich bin liberal, deswegen kann es... Ja, aber zwei, du kannst doch nicht Faschos sagen, geben. Ich bin liberal und deshalb ist jeder, der gegen mich ist, ein Fascho. Kann er, hat er gerade gemacht. Das macht doch gar keinen Sinn. Deswegen sage ich, er kann ja nicht sein. Das heißt, einer von euch Liberalen, also Jens, Bernd, vermutlich, sag ich mal, sollte es mal alles überdenken, was passiert ist. Er redet schon in wir Faschos und euch Liberalen. Ja, komm, ich schließe mich der Meinung des Tisches an. Bist du Hitler gewesen? Nö. Fuck. Aber wir werden jetzt nicht erfahren, ob er. Wir wissen, also er ist jetzt quasi raus. Das Einzige, was wir wissen, ist, ob er Hitler ist. Und er ist nicht Hitler. Scheiße. Okay, aber seine Partei nicht. Ich meine, du hast bisher noch nicht Hitler gekrönt, Bono. Ja, das ist schon mal eine Premiere. Nice. Das heißt, Jens kann jetzt nur noch Hüni wählen. Ach du Scheiße. Daran ist er sich vorher bedenken müssen. Stimmt. Lassen wir das. Hab ich dadurch Macht? Wer von. Also. Band, wenn. Ja. Mal angenommen, wir lagen mit Paul falsch und der ist liberal und die beiden sind rot. Wer von denen ist eher Hitler? Oh Gott. Jens? Also lassen wir lieber zu, dass Warum? Jens Hüni wählt, anstatt dass Hüni dann Jens wählt. Weil wir beide sind blockiert sonst für den Rest vom Spiel. Wir müssen eine Wahl quasi durchgehen lassen. Na. Okay. Band ist schon mal nicht Hitler. Das heißt, Band ist ein guter Kandidat zum Wählen. Ja, das ist das größte Kompliment, was mir jemals gemacht wurde. Du bist nicht Hitler. Ah, I'm so flattered. Das ist so schön. Ja, komm. Stimme ich gegen meine eigene Wahl? Nee, das macht keinen Sinn, ne? Wenn du relativ sicher bist, dass Jens rot ist und dich in die Scheiße reiten wird, kannst du theoretisch was sagen, aber das hättest du dann tun sollen, bevor alle anderen gelegt haben. Ich war mir bis jetzt nur sicher beim Paul, weil der halt gelogen hat. Sonst weiß ich jetzt, habe ich jetzt noch nicht so einen Read, weil Jens hat mir die Wahl gelassen und Bernd hatte keine Wahl bei dem, was ich ihm gegeben habe. Also würde ich jetzt einfach mal weiter den Schuh fahren. Bitte sei nicht Hitler. Bist du Hitler? Nein. Sei Dank. Wird immer interessanter, Mann. Das ist echt immer das ist größte Panik von Benny. Bono, bist du Hitler? Nee, ich muss doch Hitler du weißt, ich bin, wenn, dann eher der Wegbereiter von Hitler. Stimmt, ja. Die Geschichte lehrt mich. Benny geht zur Bundestagswahl und sucht Hitler auf dem Wahlzettel, damit er ihn nicht ankreuzt. Boah, das war voll schlau. Oh Scheiße, das heißt, Jens darf jetzt schießen, wenn da eine rote kommt, wa? Ja, und ich gucke mal. Wenn wir jetzt denken, dass er Hitler ist? Grip. Vielleicht gehe ich drauf. Also. Gut, Jens ist danach erstmal blockiert. Moment, nochmal. Okay. Okay. Hype. Ich musste ihn die Wahl lassen, weil ich zwei rote und eine blaue wieder gezogen habe und ja, er hat sich wieder für die blaue entschieden. Ist Bernd dann Fascho? Was bin ich denn? Das kann eigentlich fast nicht sein. Bernd warum Hitler? Ich jetzt? Nee, Bernd ist nicht Hitler. Deswegen. Ja, aber dann musst du es sein, Benny, wenn er es nicht ist. Oder du. Ja, du könntest genau die Wahl gelassen. Ja, du könntest auch zweimal zwei blaue gezogen haben vielleicht und keine Wahl gehabt. Vielleicht macht der Jens so ein Slowplay. Ja. Moment mal, ich kann jetzt nur Benny, oder? Nee, er könnte auch Bernd wählen. Ja. Stimmt. Und das wäre ja safe. Er ist schon mal nicht Hitler, ja. Die Frage ist, ob wir Hüni schießen lassen wollen. Hm.
Was heißt das? Oder die Frage ist, ja, auch, wenn jetzt eine rote kommt, darfst du schießen. Genau. Ja, Momente mal, aber. Momente. Aber hat es eine Auswahl auf das, auf meine Wahl? Wenn die Wahl nicht zustande kommt. Wenn die Wahl nicht zustande kommt, ist es random und dann wird nicht geschossen, wenn es eine rote sein sollte. Also die Effekte, die triggern nur, wenn das in der Wahl beschlossen worden ist und in, also in der Wahl passiert ist und nicht außerhalb. Okay. Also dann mache ich einfach Bernd zum Kanzler, ne? Oh, das voll ist cool. Der Safe Call. Ja, er ist auf jeden Fall mal nicht Hitler, ne? Ja. Ja, gut, wenn ich jetzt Hitler, wenn ich jetzt einen von euch beiden nehme und einer von euch beiden ist Hitler. Ja, du könntest Jens gar nicht nehmen, du könntest nur noch mich nehmen. Ja, Jens war ja previously elected, okay. Genau. Ich bin echt verwirrt. Wissen die beiden Faschos, dass sie Faschos sind? Irgendwie. Maximale Verwirrung. Wissen sie es? Ist ein Fascho tot? Haben wir mit Paul jetzt wirklich einen Fascho erwischt und ist nur noch Hitler hier? Ich vermute. Es ist natürlich auch. Checkt nochmal eure Membership. Aber er hat mich angelogen. Ich meine, dass er aus deiner Sicht Fascho ist, ist klar. Dass ihr nicht im selben Team seid und du hast jetzt zweimal mit der Wahl die blaue gelegt, deswegen bist du für mich eigentlich relativ liberal. Nice guy, Hönni. Ja, komm, fuck das, du kannst dann. Ein heftig liberaler Typ. Heftig liberal, Mann. Einstimmig. Das ist, so werde ich immer am liebsten gewählt. Die Karten? Achso, Hönni, musst du die Karte nehmen. Sind noch genug da? Ja, sind noch. Ja, und jetzt wird gemischt, bevor er Hönni ablegt, genau. Halt, warte. Ihr könnt einfach mit der Maus drüber haben und R drücken, genau. Nice. Und? Und rot. Ja. Ich habe zwei rote bekommen. Hast du dich gerade selber erschossen, Jens? Nein! Warum sollte ich mich selber erschießen? Aber kann man Selbstmord begehen eigentlich? Naja, Pünni könnte sich jetzt theoretisch selber erschießen, glaube ich. Ja. Warum hast du mich denn jetzt erschossen, Pünni? Ich habe dir zweimal gute Karten gegeben. So. Ich wollte sagen, mein Kamerad, es ist scheißegal, wenn wir erschießen, wir haben sowieso gewonnen. Ich dachte, Jens, Tote können nicht mehr wenn reden. Wenn du erschossen bist, Klappe zu. Ah, Hönni hat ihn erschossen. Einfach. Ah, okay. Ja, ich bin auch Präsident, oder? Ich hab das nicht gesehen, dass es deine Hand war. Du, Jens ist nicht Hitler. Hab ich so ein Bauchgefühl. Der Finger zeigt in die falsche Richtung. Jetzt bin ich mega verwirrt. Und Präsident. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Wir können es gleich beenden. Du kannst nur noch mich wählen und sagen wir es mal so. Das ist vorbei, das Spiel. Es ist also rum. Rum. Ja. Oh, junge Vater Paul, warum lügst du so schlecht? Warum lüg ich so schlecht? Also ich muss sagen, ich war echt überrascht, dass keiner auf den Trichter gekommen ist, dass wenn vier Leute sagen, Paul ist Fascho, dass mindestens die zwei Faschos dabei sein müssen, die da voll drauf aufspringen auf den Zug. Nun gut, ich hoffe, ja, gut. Ihr hattet ein bisschen Freude am Niedergang der Demokratie. Es war übrigens die erste Runde, Secret Hitler nicht gewonnen habe. Ich will nur nochmal, dass jeder, der das sieht, auch weiß. Ein Zeugnis für die Ewigkeit, Hönnis erster Sieg. Ja. Und damit verabschieden wir uns. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ciao, ciao. Tschüss.